Willkommen zurück bei Sucha 3. Wir müssen uns hier noch so eine Karte besorgen. Mal schauen. Meine Frau vermisst mich. Ach. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch besser als wo der Kerl hier ist. Er muss hier unten sein. Guten Tag. Hier steht's. Ihr Zeit wieder im Sitz. Hey, ups. Silbermähne. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Also gut. Und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir! Spielen wir! Wenn es um sowas Wichtiges geht, bleibe ich bei meinem altbewährten Deck. Ein Spion, zwei Spione davon. Wesemir fliegt raus. Okay, also das letzte Mal zwei Spionchen. Schauen wir mal, was wir für Karten bekommen. Aha, ja, okay. Jetzt hat er 15 Punkte. Und viele Karten schon verspielt. Okay, jetzt kommt. Jetzt macht er genau dasselbe. Okay. Er ist dran. Und noch mehr Karten. Der passt. Dann spielen wir. Moment, mit dem können wir sonst. Stopp. Doch. Da haben wir 10, haben wir einen mehr. So. Flug. Und noch eine Karte. Irgendwie tut mir der Kerl ein bisschen leid. Na gut. Mal gucken, was er jetzt noch so macht. Okay, ja. Die können wir hinterher einfach wieder wegtun. Auch noch da. Gut, dass wir das noch nicht gemacht haben. Der schadet sich selber mehr als uns. So.
Eine Karte dann noch. Und er passt. Mal spaßeshalber gucken, auf wie viele Punkte wir hier kommen. So, und die beiden noch. 181 Pünktchen. Läuft doch. Ich glaube, wir haben gewonnen, ne? Ja! Zügle deine Begeisterung, Freundchen. Und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und jetzt spielen wir was anderes. Ich schlitz dich auf, du Lump! Reiß ihn von hinten an! Na, komm schon. Na, wie lange soll ich noch warten? Danke. Wie soll ich dir nur danken? Die Nathalie-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht siehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen könnten. Ich hab's eilig. Die Nathalie-Karte. Natürlich, hier. So wäre das auch erledigt. Sehr schön. Okay, warte mal, ein paar müssen jetzt mal raus. Der hat eine Funk. Alle, die keine. Aber wo ist denn der Wesimir? Da. Der fliegt raus. Der bleibt drin. Wesimir erstmal raus. So. Hey, Silbermähne. Was hat dich denn da gehauen lassen? Meine Frau vermisst mich. Das ewige Feuer mag uns beschützen. Aber hallo. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Der hat Karten. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Und die nehmen wir auch. Und die. Gut, dann können wir ihm auch gleich. Wir können ihm mal. 35 Ausdauer, der Sattel geht weg. 50, 70, 70. Den 71er verkaufen, ne? Brauchen wir ja nicht. Alles, was Plunder ist. Kommt jetzt mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Es ist ja alles Plunder. Das sieht alles als Plunder. Nee, das ist Sonstiges. Und was ist das? Eine Figur. Hm. Fuchsfell. Ein Schöpfkellen. Beilkopf brauchen wir nicht. Rasiermesser könnten wir eigentlich behalten, können wir uns mal selber rasieren. Muscheln. Aber ich mag keine Muscheln. Weg. Weg. Eichhörnchen. Weg. Tabakpfeife. Weg. Asche. Weg. Insignien der temperischen Spezialverbände. Die behalten wir mal. Blumen. Weg.
Altes Ziegenfeld weg. Drei Becher. Verkauf mal zwei von. Kelch behalten war. Rostiges Brotmesser. Weg. Verwesenes Fleisch weg. Puppen. Ich brauche keine Puppen. Weg. Ein Kästchen. Davon verkaufen wir auch mal eins. Weg. Flaschen. Weg. Das bleibt. Fischernetz. Weg. Was ist das? Eine Angel. Ich angel nichts. Verziertes Schwert. Mal zwei Stück von. Verkaufen wir eins von. Silberner Becher, das behalten wir. Ist Silber behalten wir, das behalten wir. Okay, das behalten wir mal. Ach, der Schal. Weg. Ein Zapfen, weg. So. Da spielen wir noch ein bisschen Karten mit dem, oder? Ja, machen wir. Ich bin nicht hungrig, aber ich würde gerne Gwent mit dir spielen. Hier spielt auch fast jeder. Einen anderen Anführer haben wir immer noch nicht, ne? Er spielt mit... Ah ja, okay. Ein Spion, davon haben wir zwei. Und das andere hat nichts... Na gut, aber wir haben Spion. Noch ein Spion. Na gut, ich würde mal sagen, wir legen die beiden Karten. Dann haben wir ja mehr. Obwohl, ne, das ist ja überflüssig. Was? Das ist Quatsch. Ich will die beiden Sechser. Ja, das mache ich mal. So, zack. So. Dann können wir jetzt nämlich durchziehen. Schwupp. Können wir jetzt alle Karten spielen und dann passt das schon. Fünfer ist es natürlich schon. Hier hast du einen Spion. Okay. Kommt der Spion. Schwupp. Uff. Autsch. Das ist natürlich bitter jetzt. Das haben wir auch noch. Können wir auch bei ihm machen. Puff. Das ist die letzte Karte. Und wir haben jetzt schon mehr. So. Gewonnen.
Und eine neue Karte. Wahrscheinlich ja hier. Ja, was? Wow, ja, war. Die tun wir mal rein, mal gucken hier, was wir erzählen. Der geht raus. Der geht raus. Der geht raus. Die bleiben erstmal. Okay, gut. Dann bringen wir Solter mal in seine Karten. Du hast auch ein Schäferstärken. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verklappt? Du brauchst auch Geld, wie? Wir brauchen kein Geld, wir haben Geld. Oh, Achtung. Oh, Pest! Da-dum. So, da oben ist er. Da hinten versteckt er sich. Sultan? Geralt? Ich hab die Karten, Sultan. Ha, ich glaube, wir schaffen es, bevor die Schergen des Bettlerkönigs mich kriegen. Komm, ich habe in der alten Brauerei ein Treffen mit dem Käufer arrangiert. Er wird begeistert sein, dass wir alle Karten haben. Da sind wir gerade wieder los, oder? Na gut. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich der Tote da. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Jetzt ist rund. Jetzt links. Du. Links. Verdammt. Boah. Halt euch die Augen zu. Reiß dir die Eier ab, so hallo? Los, Geralt, ihm nach! Ich würde dich nur bremsen. Ey, ich war auch gerade schon da drin. Oh. Du sollst die Leiter hochgehen. Hallo. Na also. Der fünfte Stalan. Huren vorn. Hat mir einen Fahnen aufgeflogen. Was? Ich verstehe kein Wort. Elf Stalan durch die Tür. Los, schnell! Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen.
Okay, du kleiner Mistkerl, wo bist du? Ist hier runter? Saftsack. Egal, wir kriegen dich trotzdem. Ah ja. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich? Mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Okay. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Ich hätte gerne die Karten. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Wir nehmen die Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Ja, genau. Gut, Freunde, würde ich sagen, das sollte es für heute gewesen sein. Im nächsten Part schauen wir mal hier weiter. Und ich sage erstmal vielen Dank und wir sehen uns. Ciao.